Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, heute zeige ich Ihnen, wie Sie sich auf der VHS Cloud als Mitglied registrieren können. Das heißt, wie Sie sich dort ein Profil als Kursteilnehmerin oder Kursteilnehmer anlegen können. Geben Sie dazu einfach bei Google oder in Ihrer Browserzeile VHS Cloud ein. Dann rufen Sie die Seite auf. Sie landen zuerst auf dem Infobereich der VHS Cloud. Hier können Sie sich informieren, was Sie als Kursteilnehmer mit der VHS Cloud machen können und was Ihnen die VHS Cloud bietet. Sie können entweder hier direkt auf Mitglied werden klicken oder gehen hier oben bei Für Kursteilnehmende auf den Link Mitglied werden. Es öffnet sich ein Feld, in dem Sie einige Angaben zu Ihrer Person machen müssen. Zum Beispiel müssen Sie Ihren Namen eingeben und Ihre E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse wird Ihnen auch das temporäre Login zugeschickt, das heißt ein vorübergehendes Passwort. Nun müssen Sie noch den Nutzungsbedingungen zustimmen und die Datenschutzerklärung bestätigen. Diese sollten Sie sich im besten Fall vorher natürlich auch anschauen. Dann können Sie sich anmelden. Sie bekommen nun an Ihrer E-Mail-Adresse ein temporäres Login zugeschickt. Mit dem können Sie sich ganz normal auf der VHS Cloud anmelden. Viel Spaß!